Also wenn ich jetzt über die Straße gehe, sehe ein Dackel, ich sage heute noch zu meiner Mama, guck mal, der Bodo. Also ich kann den Dialekt nicht, aber es ist so, es bleibt halt hängen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt endlich dieses Baby so langsam mal durch diesen Geburtskanal flutscht und hoffentlich gesund auf die Welt entlassen wird. Hey Andy, hör mal, ich finde das so irre, dass du jetzt hier vor mir, können wir mal ein Selfie so ganz nah? Ja, klar. Warte, ich mach mal hier, auch komm, noch ein bisschen, so Backe an Backe. Ja. Hallo ihr Lieben, wir kommen gerade von der Pressekonferenz zu dem neuen Stück am Theater an der Kö. Das heißt Ketten der Liebe und ich habe mir die zwei Protagonisten nochmal gekrallt. Einmal den Tom Gerhardt, einmal das in Semmelrogge. Erste Frage, wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis, was jetzt mit dem Stück rausgekommen ist? Das werden wir wissen, wenn die Premiere vorbei ist. Heute haben wir ja schon ein bisschen Publikum, ein Spielabend. Und da sieht man zum ersten Mal, ob das so, wie man sich das dann ausgeheckt hat, auch wirklich ankommt. Mhm. Ja, also müssen wir das noch abwarten. Okay. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt endlich dieses Baby so langsam mal durch diesen Geburtskanal flutscht und hoffentlich gesund auf die Welt entlassen wird. Nee, also ich freue mich jetzt und ich will das jetzt echt heute Abend spielen und versuchen einfach mit Freude und da dran zu gehen und sich gar nicht groß verrückt zu machen. Er hat natürlich wirklich einen riesigen Riemen, das heißt eine ganz große Rolle. Mhm. Der ist von der ersten bis zur letzten Seite da, über 100 Minuten und das ist auch wirklich anstrengend. Ja. Und er hat alle Emotionen, weil ich bin der Super-Mega-Trottel, der Tollpatsch-Terminator, der ihm immer Gutes tun will, aber immer Schreckliches anrichte. Mhm. Sein Superfan, er ist der Rockstar Andy Roth. Ich bin sein Superfan, der immer das Gute will, immer das Böse schafft. Mhm. Und zwei Stunden sind wir hier in der Garderobe von ihm und er hat alles andere zu tun, als sich um mich zu kümmern. Aber er wird mich nicht los. Vor dem Auftaktkonzert seiner neuen Tour. Ja. Dann lass uns doch mal kurz über die Rollen sprechen. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Teil von meinem Charakter, der auch in der Rolle zu finden ist? Oder gibt es da gar nichts? Haha. Ja, doch, natürlich. Also ich glaube, also so ein bisschen, man sucht ja auch die Rolle irgendwo in sich. Oder so versucht so ein, zumindest bei mir ist es so, ich versuche ihn dann schon auch, so vielleicht Szenen, die ich irgendwo erlebt habe im Leben, die ich nachvollziehen kann, irgendwie, wie so ein Typ dann irgendwie tickt und ja, den dann halt so ehrlich wie möglich auf mich zu produzieren. Grundsätzlich ist er natürlich schon ein ganz anderer Typ, also ich bin weder größenwahnsinnig noch irgendwie, wie sagt man, aggressiv oder mega motzig. Ich bin natürlich auch explosiv. So, und ein sehr temperamentvoller Mensch, also das kann ich beim Andy ganz gut übertragen, denke ich so. Und schaut es euch einfach an, was der für ein Typ ist, also, was soll ich dazu sagen? In meinem Fall ist es einfacher. Ich habe mir den Buffo selbst auf den Leib geschrieben. Also ich spiele eigentlich so eine Art traurigen Clown. Traurig deswegen, weil er ganz offensichtlich eine arme Sau ist. Und seine ganze Liebe schenkt er nur seinem Star, der damit nicht viel anfangen kann. Der möchte ihn eigentlich immer nur loswerden. Aber ich hänge mit meiner ganzen überbordenden Emotion hänge ich an ihm dran, habe mein Leben ihm gewidmet. Okay. Und Bommes, ne, der kriegt dann noch diese Brille auf. Ne? Hey Andy, hör mal, ich finde das so irre, dass du jetzt hier vor mir, können wir mal ein Selfie so ganz nah? Ja, klar. Warte, ich mach mal hier, auch komm, noch ein bisschen, so Backe an Backe. Ja. Also die Leiden, die Andy Roth, unser Charakter, ausstehen muss, das ist schon, ne? Klar. Ne? Ja. Aber es geht ja auch um diesen Fankult jetzt, höre ich jetzt so dezent raus. Ne? Wie ist es denn bei euch im Alltag, wenn ihr so über die Straße geht oder wenn du auf Malle bist oder wenn du hier rumläufst? Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass wirklich jemand so eine Grenze nicht beachtet hat? Ich glaube, das hat jeder mal erlebt. Ja, schon. Ja. Ja? Normalerweise bin ich da wirklich im Leben relativ schmerzfrei und mache auch jeden Quatsch mit und so weiter. Aber es gibt natürlich so einen Nerd, wie der, den ich spiele, die gibt es natürlich auch. Wo du dann manchmal denkst, hey, jetzt wird es wirklich ein bisschen sehr viel. Ja. In unserem Stück prallt das ja aufeinander, weil
die Geister, die er rief mit seinem erdigen Rocksongs und hey, ich bin euer Kumpel, das hat 1:1 dieser Superfan geglaubt. Hm. Und darum kommt das alles auf ihn zurück. Okay. Nicht nur ich, sondern nachher noch ein Groupie, die völlig verrückt nach ihm ist, genau wie ich. Die haben das, und das gibt ja Menschen, die nehmen dich wirklich beim Wort. Ja. Die Geister, die er gerufen hat, die kommen von links und rechts wieder auf ihn zurück. Ja. Und da wird er mit ihnen nicht fertig. Ist es dann auch so ein bisschen Kritik, ein bisschen an der aktuellen Musikindustrie vielleicht? Oder kann man das gar nicht so? Das würde ich so nicht sagen. Nein, ist ja. Aber es gibt natürlich eines. Und zwar, es gibt so, ich sag mal, es gibt so Popstars und Rockstars mit dem Heiligenschein auf, ne? Bono. Ja, was weiß ich, bin für alles Gute dieser Welt. Hey, wir gehen auf den Konzert, alles für den Frieden und so weiter und so fort. Wenn sie nach Hause kommen, gehen sie in ihre entweder Villa oder in ihre super Eigentumswohnung, ihr Penthouse. Und dann ist die Sache auch gegessen. Sie haben eine super PR bekommen, haben auch einen tollen Buffet gefuttert, während sie über den Hunger in der Welt geredet haben. Und stehen und sagen, Leute, hey, wir müssen unbedingt was dagegen tun. Hm. Aber wie sie privat drauf sind, weiß man dann noch lange nicht. Ja. Da gibt es die einen, die echt dann wirklich sich dafür engagieren. Es gibt die anderen und davon gibt es viele, die einfach nur das Blabla mitmachen. Ja. Und das war's gewesen und es ist Promo umsonst. Ne? Ja, klar. Und Heucheln ist ein Problem unserer Zeit. Es wird wahnsinnig viel geheuchelt und das Gute in der Welt nach außen, ich stehe auch dafür ein, gehört ja inzwischen zur Etikette. Du musst was Gutes tun. Du musst was Gutes getan haben. Hey, ich bin auf dem Benefit. Hey, ich war dort. Hey, ich bin dort. Das macht mich als Star unangreifbar. Die Presse kann nichts Böses über mich schreiben, weil dagegen können sie einfach nichts haben, dass ich dagegen bin. Und hey, ich bin wieder in der Zeitung. Ja. Und diese Verlogenheit, die da drin steckt, wird natürlich hier auf die Schippe genommen. Das ist ganz klar. Ja. Aber ich würde nicht sagen, das ist jetzt nicht der unbedingte Kern des Stücks. Es ist halt eine Komödie. Die Leute sollen Fun haben, sollen Spaß haben und ich hoffe, sie kriegen es auch. Gut, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die eine, ich muss noch einmal auf Hausmeister Krause, du hast vorhin gesagt, du hast auch schon mitgespielt bei Hausmeister, ist ja eine Kultfigur. Wir machen uns nichts vor. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn man Schauspieler immer so, wenn man so diese Rollen halt identifiziert. Ich meine, Christina Applegate bleibt immer die Dumpfbacke, Jillian White bleibt eben Steve Urkel. Wie ist es denn bei dir? Also wenn ich jetzt über die Straße gesehen, Dackel, ich sage heute noch zu meinem Mann, guck mal, der Bodo. Also ich kann den Dialekt nicht, aber es ist so, es bleibt halt hängen. Ist das irgendwie ein Fluch oder Segen, wenn man mit so einer Rolle so identifiziert wird? Ich finde es vollkommen okay, weil es bestätigt doch eigentlich nur, dass du mit dieser Sache Erfolg gehabt hast. Du hast den Leuten wirklich so eine Freude gemacht damit, dass sie sich daran erinnert fühlen und das gerne immer mal wieder reproduzieren. Ja. Darüber kann man sich nicht beschweren. Aber ich habe ja zumindest eben auch noch andere Rollen gehabt, die Leute auch wieder erkennen. Tommy mit der Pudelmütze. Der war zum Beispiel mein erstes Erlebnis, wo ich irgendwie 12 war oder so. Habe ich das erste Mal bei Samstagnacht gesehen, im Fernsehen und dachte ich, Wahnsinn. Ich war Tommy-Fan, totaler Tommy-Fan. Also, und wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt mit ihm auf der Bühne stehst? Ja, cool natürlich. Ich meine, ich kenne den Tommy jetzt auch schon ein paar Jahre. So. Er ist halt nicht mehr 12. Nee, das aber, ist natürlich jetzt mit anderen auch. Natürlich ist das cool irgendwie, weil es natürlich ein cool Typ ist. Ne? Ja. Natürlich. Oder einfach auch ein geiler Mann. So, ne? Von daher freue ich mich natürlich. Auf die Zeit. Jetzt, also irgendwie, das Leben ist jetzt gerade mal wieder lebenswert. Ne? Schön. Ich freue mich auf das Stück. Ich schaue es mir auch an. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, also ich hoffe, wir können die Leute davon überzeugen. Das ist eine Mischung aus Screwball Comedy, aus modernem Boulevard. Und das finde ich auch Boulevardtheater, die müssen eben auch mal frisches Blut, also frische Geschichten haben, ob es uns damit gelungen ist oder nicht. Die müssen einfach mal in die Zeit tauchen und müssen mal Geschichten erzählen, die die Leute kennen aus ihrem Leben. Und dann wird das auch wieder lebendiger. Cool. Und was plant ihr für nächstes Jahr noch? Gibt es irgendwelche, ich meine, ihr habt ja erstmal eine Liste, ne? Ihr steht ja jetzt erstmal hier auf der Bühne. Gibt es irgendwelche Projekte, wo ihr sagt, bis 1. Mai spielen wir durchgehend. Hier, dann in Bonn, dann in Köln und dann ja auch immer ensuite, das heißt, das Stück, das sind ja noch 140 Termine. 150 Termine? 150 Vorstellungen haben wir jetzt auch. Das ist schon wow. Und danach gibt es schon diverse Nachfragen wo wir von anderen Städten, wo wir es noch spielen könnten. Und wenn es dem Publikum gefällt, dann wird es automatisch noch in ein paar andere Städte wandern. Cool.
dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Ja, danke fürs Kommen. Ja, danke auch. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Tschüss.